Nun zu einer ersten Aufnahme. Während einer Aufnahme empfiehlt es sich, den Laserpointer zu benutzen. Dazu tippen wir den Laserpointer-Button an. Tippt man nun auf irgendeine Stelle im Bildschirm, erscheint hier ein roter Punkt. Wenn wir auf den Record-Button in der oberen Werkzeugleiste tippen, beginnt umgehend eine Aufnahme. Diese beinhaltet alles auf dem Bildschirm Dargestellte sowie eine Audioaufzeichnung über das Mikrofon des Tablets. Nun starten wir die Aufnahme. In diesem Video lernst du wichtige Grundlagen über den elektrischen Stromkreis. Klickt man auf den Pause-Button, wird diese Aufnahme unterbrochen. Man kann die soeben aufgenommene Sequenz anschauen, indem man den Play-Button antippt. In diesem Video lernst du wichtige Grundlagen über den elektrischen Stromkreis. Klickt man auf den Pause-Button, wird diese Aufnahme unterbrochen. Die Erklärung des Pause-Buttons möchten wir eigentlich nicht als Teil des Erklärvideos haben. Um diese herauszuschneiden, tippen wir auf den Zeitleiste-Button. Nun öffnet sich eine Leiste, mit der man durch die aufgenommene Sequenz scrollen kann. Wir erkennen die längere Sprechpause vor der wegzuschneidenden Erklärung des Pause-Buttons. Tippen wir kurz nach Beginn dieser Phase auf den Bildschirm, so öffnet sich ein Optionsmenü. Durch Antippen des Buttons alle Spuren bis zum Ende löschen, wird die ab diesem Zeitpunkt folgende Sequenz entfernt. Dieses Löschen müssen wir nun bestätigen. Spielt man die aufgenommene Sequenz nun erneut ab, so müsste die falsche Information nicht mehr enthalten sein. In diesem Video lernst du wichtige Grundlagen über den elektrischen Stromkreis. Wir haben die falsche Spur erfolgreich entfernt.